So, ihr habt mich gefragt, wie schaut's aus? Passt das Fox-Zelt, das Bootszelt auch auf das Eiboot drauf? Und meine Antwort ist jein. Also, ich habe hier Punkte gefunden, wo ich das Ganze befestigen kann. Das sind hier die Ösengurte. Das funktioniert. Auch hier von der Breite her, das Eiboot ist breiter als das Fox FX 420. Sieht auch noch ganz gut aus. Klar, hier gibt es solche, ja, Leerräume, da kann der Wind, der Regen rein, aber okay, ich hätte es gelten gelassen. Auch hier die Aufnahmepunkte passen einigermaßen. Ich habe jetzt hier ein paar Zentimeter Versatz drin, das ist alles Zufall, würde ich sagen. Hier wird es dann kritisch. Also man merkt, das Eiboot ist halt breiter als das Foxboot. Und hier vorne sieht es auch noch gut aus, fast wie bei mir, wenn ich das ja, Black Cave Zelt drauf habe von Black Cat. Und hier sieht man dann, da stimmt was nicht. Also es passt einfach nicht. Es ist zu breit. Eventuell könnte man es irgendwie rüberziehen. Ich möchte das Zelt nicht kaputt machen. Ich habe das Zelt ja einfach nur zum Testen bekommen, schick's auch wieder zurück. Und ja, ihr seht, also so richtig gut passt das nicht. Also da solltet ihr wirklich schauen, dass ihr das richtige Boot mit dem richtigen Zelt nehmt. Für mich, das Experiment war spannend. Habt die Zeit gerne für euch investiert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und bis zum nächsten Mal.